So Leute, heute zeige ich euch, wie ich eine Servicehinterwahlanzeige an einem Seat Leon 2008 zurücksetze. Und zwar, bevor man überhaupt den Schlüssel in die Zündung reinsteckt, muss man diesen Knopf betätigen, Zündung an, umdrehen, loslassen und dann diesen Knopf einfach nach rechts drehen und die Lampe ist erloschen. Noch einmal aus einer anderen Position. Ich zeige das mal von hier. So, ich mache jetzt nochmal die Zündung aus. Ich drücke diesen Knopf, mache die Zündung an. Der Schlüssel leuchtet, drehe diesen Knopf nach rechts und aus ist die Lampe. Zur Kontrolle noch einmal die Zündung anmachen. Die Lampe ist aus. Wunderbar. Ja, ich hoffe, das war einfach erklärt, wie eine Serviceintervallanzeige an so einem Seat Leon zurückgesetzt wird. Achtet unbedingt darauf, wenn ihr die Serviceintervallanzeige manuell zurücksetzt, dann wird die von Longlife auf feste Intervalle zurückgesetzt. Heißt also auf 15.000 Kilometer und oder ein Jahr. Die Fahrzeuge, die eine Longlife-Intervallanzeige haben, heißt also flexible Serviceintervallanzeige, die für bis zu 30.000 Kilometer oder zwei Jahren gilt, das wurde jetzt zurückgesetzt. Somit auch im Bordcomputer wurde die Ölqualität auf Standardöl zurückgesetzt. Ja, das war's eigentlich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Ciao, euer Schrauber.